So, hinrichten. Dann wird uns Novgorod. Sehr schön. Ich habe nochmal 12.800. I take it. Meinetwegen belager Jerusalem, da ist eine volle Armee dran. Eigentlich können wir den auch gerne bis zum Ende Jerusalem belagern lassen, weil ganz echt, die können sich zur Not selber verteidigen, schätze ich mal. Ist er hier? Ah, jetzt schätze ich trotzdem mal dahin als Verstärkung kommen. Flüger ist es. Die nächste Armee runter. Müssen wir so langsam ein bisschen aufpassen, was wir hier machen. Wir agieren ja bitte nur noch zusammen. Wir brauchen mehr Armeen hier. Das wird jetzt unser Hauptherstellungspunkt hier in Nikosia. So. Hat noch nicht fortgebildet, ne? Ja. Die kann ich hier sowieso nicht fortbilden. Geschweige denn die hier. Kommt mit hoch und helft hier mit. Je mehr Einheiten wir da oben haben, desto besser. So, die Armee können wir auch gleich mal Holo schicken, irgendwo hin und zur Unterstützung. Genau, dazu zu holen. Verstärkung. Was ist jetzt hier das Problem? Meinetwegen. Ah, warte, erstmal das. So. Mach mal da nicht immer so einen Ärger, Leute. Und hier holen wir jetzt nur noch Kavallerie nach oben, weil die am schnellsten hier nach oben kommt. Ja, da ebenfalls überlege ich, ein paar Truppen loszuschicken. Aber ich glaube, jeder kommt noch nicht klar mit wenig Truppen, ne? Ja, dann bleiben wir erstmal dran. Finanzen sehen übrigens mega gut aus. Die sehen sehr, sehr ordentlich aus. Das ist gut. Wir laufen dem jetzt nicht 100 Jahre hinterher. Bin jetzt auch kein Affe. Dann geh du bitte nach Smolensk. Und du gehst dann hier nach, war das Moskau hier? Ne, Moskau ist hier oben. Was ist das? Ryazan, genau. So. Kaffa dürfte eigentlich auch kein Problem werden, hoffentlich. Hier gehen wir nach Riga. Hier stellen wir jetzt nichts her, okay. Zack, zack. Hier stellen wir gerne noch eine neue Armee her. Nee, gibt gar keinen Sinn. Damit der hier, der ist ja noch 46 und ist wahnsinnig loyal, dass der noch eine volle Armee mitbekommt. Ja, das machen wir so. Okay. Budapest. Ja, gut, da steht auch eine Armee davor. Noch ein bisschen was her, dann ist da Ruhe, genauso wie in Bukarest. So. Byzantiner steht da auch noch rum, soll mir aber recht sein. Sehr schön. Die Siedlung macht dir keinen Ärger, das freut mich auch schon mal. Runter. Nächste volle Armee. Bam, Junge. Und natürlich werde ich jetzt hier nicht warten, bis uns die Türken den Krieg erklären, sondern ich werde die direkt jetzt angreifen, deren Hauptstadt. Da habe ich kein Problem mit. Byzantiner sind ja auch ordentlich unterwegs. Hier hätte ich jetzt gern mittlerweile ein Schiff, wobei wir hier eigentlich noch am Fortbilden sind. Machen wir mal bis zum Ende. Können wir dann vielleicht ein Schiff gleich mal rüber herstellen, was hier einmal Schiffe nur Einheiten nur von links nach rechts schickt. Was anderes brauchen wir das ja nicht. Apropos Schiffe. Hier ist keiner mehr. Schnell weg hier. Sonst komme ich echt nicht mehr weg. Guck mal, wie viele Generäle wir mittlerweile haben, ey. Geht ja auch nicht klar. Jerusalem, wie gesagt, soll mir recht sein. Gehst kurz nach oben einmal, bitte. Ein bisschen Platz hast du ja noch. Hier können wir was herstellen, damit wir da einfach mehr Truppen haben. Was noch nicht sinnig ist, da wir das Geld nicht jetzt unnötig verschwenden sollten. Noch nicht. Noch ist es... Ah, guck mal, jetzt... Ach, jetzt sind die Ballisten hier. Willst du mich lachsen? Ich mache mir hier die Mühe, mache hier extra... Na gut. Ne, ganz ehrlich, ich kann jetzt bei oben Ballisten herstellen. Sparen wir das Geld. Und die Zeit. Wir machen ja nur die Ballisten, damit wir direkt angreifen können. Wird so oder so, denke ich, kein Problem sein. Nächste Runde ist es da für den soweit. Sehr gut. Genau, Budapest stellen wir auch schon her. Neapel hat sich beruhigt von der Pest. Sehr gut. Wir müssen auch nochmal nach Iraklion irgendwann, aber da haben wir gerade eine Flotte ja eh demnächst auf dem Weg. Ist Runde, würde ich sagen, ne? Zack. Passiert sehr viel gerade. Passiert sehr viel.
Okay, aber ich hätte nicht gedacht tatsächlich wirklich, dass wir so frühzeitig dann doch schon uns den Temurinen entgegenstellen. Warten hätte nichts gebracht, weil wir haben mittlerweile so viele volle Truppen hier unten gehabt. Die einfach hinzustellen, wäre unsinnig gewesen. Unnötige Geldausgabe. Und ihr seht ja, wir kommen ja bisher ganz gut bei den Temuriden unten voran. Kann man sich nicht beklagen. Du bist sehr gut, bist in Kiew, das soll mir recht sein. Ah, irgend nur so ein Bischof, das ist mir egal. Wie alt bist du? 38. Ach, weißt du was, lauf dir mal hinterher. Oder so. Soll mir recht sein. Du gehst nach da. Kaffee haben wir nächste Runde auf jeden Fall. Vilnius machen wir nochmal etwas sicherer. Hier ist eine Hexe. Gucken wir gleich mal, ob wir das Geld bekommen dafür. Aber ich denke. Wobei haben wir gerade eine Siedlung gerade in Belagerung? Ich glaube. Nichts, was wir jetzt direkt einnehmen könnten, ne? Mal schauen. So. Du gehst nach Smyrna runter, bitte. Nimmst mal bitte ihn hier mit, weil das könnte schwierig werden, eventuell. Wobei, wenn er lange belagert. Aber der kommt trotzdem mal mit. Und du, mein Freund, greifst den hier an. Sehr schön. Ich denke, das ist eine gute Idee. Die beiden Armeen hier werden Nisea angreifen. Hier stellen wir weiter her. Geld wird aber langsam knapp jetzt. Es ist nur wichtig, dass du nah dran stehst. Das wird die Hauptarmee sein, mit der wir belagern, ne? Ja. Da brauche ich aber alles. So. Zack. Du kommst bitte mit dazu. Von der Seite auch noch. Das ist nicht geil. Ja, das könnte ein Problem mit dem werden jetzt. Ja, das ist ja auch noch ein bisschen kritisch. Du gehst erstmal bitte weiter nach oben durch. Kairo kann ich eigentlich wieder Truppen mitnehmen, ey. Mich nervt das auch, dass die Stadt wieder so viel. Ja, guck mal, so läuft das doch. Zack. So, wie sieht es jetzt hier mittlerweile aus? Kann ich die Armee wegschicken? Ich kann. Sehr gut. Elefanten werden immer gebraucht. Sehr schön. Und auch die Armee aus Gaza kann ich nächste Runde mal mitschicken. Nehmen wir mal neue Truppen her, würde ich sagen. So. Ja, viel passiert hier gerade. Es passiert sehr viel. Zack. Kannst du gerne mal ein paar Generäle mitnehmen, die eigentlich schon ein bisschen älter sind, aber was soll it? Zwei Ballisten reichen ja auch tendenziell schon. Ja? Für jeden eine. So, guten Tag daher. Ich habe hier was zum Abholen. Dankeschön. Ja, passt erstmal. Guckt euch das an, ey. Schmeckt, würde ich sagen, ne? Zack. Da passiert also auch ordentlich was in der neuen Welt. Sehr gut, sehr gut. Okay, Vilnius ist sicher, denke ich. Ah, die Grenzen sehen gerade relativ sicher aus. Doch, doch. Dann heißt es, glaube ich, wieder für uns nächste Runde. Ach, den habe ich vergessen. Na gut. Dies ist unser Tag. Passiert. Der Feind ist geschlagen. So, Riga wird nächste Runde belagert. Okay, aha, es passiert was. Alles klar. Na, mit wem kann ich angreifen und was ist hier Fakt? Ich kann mit beiden kämpfen, aber er ist meine Hauptarmee. Wir würden auf offenem Schlachtfeld kämpfen, was jetzt schon mal ziemlich bitter aussieht. Ne, kann ich nicht machen. Zu viele berittene Bogenschützen. Das geht nicht. Also wenn ich die schon begegne, so viele Truppen, dann am besten in einer Stadt. Und nicht außerhalb. Auch auf einem Schlachtfeld gegen Timuriden. Wenn so viele berittene Bogenschützen dabei sind, ungerne. Ja, juckt. Das ist der hier, ne? Weißt du was, dann greifst du gleich den an. Und du gehst auf Smyrna. Du gehst... Ach du Heilige. Ja, viele Truppen drin. Ich kann nicht von beiden Seiten gleichzeitig, ne? Da machst du nie sehr alleine, komm. Sind mal ein bisschen gierig. Du gehst nach... Das ist nur ein Lager. Und ihr beide geht nach Iconium jetzt. Machen wir so. Weil wenn da wirklich so viele Truppen drin sind, ja. Oh, ach du heilige Scheiße. Am besten sollten wir da ja gar nicht reingehen.
Das sieht schmerzhaft aus. Ja, viele Elefanten. Oh shit. Lass mal da hier nach Ryazan, danach geht es nach Moskau und den holen wir jetzt mal hier weg. Hauptsächlich Bodeneinheiten, nur einmal ein Zarengarde. Wenn wir voll Angriff machen mit der Kavallerie, dürfte das reichen. Hoffentlich. So, die Schlacht gleich gegen den Byzantiner, gegen die byzantinische Armee machen wir auch. Ne? Aber das dürfte die Hauptarmee von den Byzantinern, wenn nicht sogar die letzte Siedlung vielleicht sogar sein. Mal gucken. Positionierung starten. Let's go. Eine volle Armee, also alle sind voll aufgeladen, bis auf, dass wir uns eine Truppe insgesamt hier noch fehlt, aber das ist nicht dramatisch, denke ich. Wichtig ist es, dass wir hier die Fronten ordentlich machen. Ihr geht zur Seite. Ihr geht ebenfalls zur Seite, nehmt aber den einen General bitte mit. Weil das der junge Mann ist, aber egal, der wird schon das hoffentlich überstehen. Zwei. Die Eins wird frontal mit der Infanterie mitlaufen. Okay. Bisschen teilen wir auf, weil es sind wirklich viele Männer, gegen die wir gerade gleich ziehen müssen. Durchlaufen. Durchlaufen. Und die 1 müsste ich auch einmal am besten aufteilen. Damit das ein schön gleichmäßiger Angriff ist. Irgendwie so. Ihr macht das schon. Ich weiß noch nicht wie, aber ihr macht das schon. Let's go. Ich denke, das ist ein guter Befehl jetzt hier gewesen insgesamt. Also ich hoffe doch. Das dürfte hoffentlich die Gegner komplett zerstören. So. Mithelfen direkt. Die anderen laufen weiter. Erster Ansturm ist schon geschehen. Sehr gut, Leute. Ihr geht doch auf die hier und ihr geht auf die. Ach komm, und ihr geht auf die. Auf den General durchlaufen. So. Auch auf den General. Nice! Wichtig, wichtig. Das ging sehr, sehr schnell. Rauf auf die Zarengarde. Eine sehr starke Armee vom Ding her. Aber fliehen alle. Okay, geht los. Das große Fliehen beginnt. Das war ja wunderschön, war das. Hier ist noch der Rest jetzt. Kämpft bis zum Tod. Ja, macht das mal kurz. 114 Mann verloren. Hätte nicht besser laufen können, fast. Sehr schön. So, weg mit euch. Hier ist ja der Nächste. Guck mal an. Dann gehen wir direkt zur nächsten Schlacht, zu den Byzantinern einmal. Die könnte spannender werden. Alexios der Geizige. Auch noch ein Familienmitglied. Okay. Hier mal berittene Bogenschützen. Das ist nervig, auf jeden Fall. Aber der Rest, wenn wir darauf stürmen, passt das. Das heißt, wir gucken, dass wir uns vielleicht erstmal nur wirklich auf die Fußsoldaten konzentrieren. Und dann, nachdem wir alle fliehen oder so gut wie weg sind, schicken wir so langsam die Kavallerie auf die Fernkämpfer-Kavallerie. Ich glaube, das ist die beste Methode, weil ich glaube, die Fußsoldaten kriegen wir mit einem Ansturm direkt weg. Also innerhalb von Sekunden, glaube ich. Aber ich möchte natürlich mich jetzt hier auch nicht vertun. Na komm, ein bisschen heller noch. Na, ein bisschen gepokert, aber gut, passt schon. So, die schicken wir natürlich trotzdem mit, die Infanterie wieder, weil ist ja klar. Sind ja auch mittlerweile gar nicht so viele gerade. Gar nicht so wenige, das wollte ich natürlich sagen. Das splitten wir in zwei Armeen auf. Zwei. Eins plus der General. Zack, Hauptmann oder Hauptanführer, wie auch immer, geht da hin. So. Darauf. Irgendwie, damit wir es so ein bisschen aufgeteilt haben, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Eins. Da machen wir folgendermaßen. Du starr irgendwo so rein. Und die zwei pusht auch hier so ungefähr rein. Wir müssen ja bedenken, die Kavallerie wird als erstes da sein. Let's go.
Na, lass sie erstmal schießen, die Fernkämpfer. Da soll mir recht sein. General bleibt hier. So, schön zwischen den Fußsoldaten bricht unsere Kavallerie gerade raus aus den Reihen. Das sieht schon geil aus. Ansturm erfolgt. Kam nicht mal zum Schießen. Da ist der General direkt. Sehr gut. Je weiter vorne, desto besser. Okay, der General muss sich jetzt ein bisschen aufpassen. Geh mal auf den Berg, bitte. Ja, ich sag ja, wir brechen hier direkt durch. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Ich bin auf den General rauf. Ihr geht auf die Truppen bitte noch. Macht einfach Sinn, die noch mitzunehmen. Komm schon. Na komm, helf mit. Auf da. Drauf da. Sehr gut. Ja, lass die paar Bogenschützen da fliehen, ey. Juckt doch keinen. So, jetzt können wir uns so langsam auf die Fernkämpfer mal konzentrieren. Hier ist übrigens noch der General. Wir werden mal, wenn er hieß, da. General, rauf da. Komm, macht es ihnen schwierig, hier rauszukommen. Er kommt hier tatsächlich raus, ne? Ach, scheiße. Komm schon. No, nee, komm schon, Alter. Komm mit unserem General auf seinen General. Oh, ich hasse es, gegen Fernkämpfer Kavallerie zu kämpfen. Ich hasse es so sehr. Es ist nur nervig. Dankeschön. Wichtig, wichtig. Von unserem General erledigt. Sehr gut. Na, damit fliehen die hoffentlich dann jetzt schneller. Gerne hinterherlaufen. Ihr holt euch die nochmal. Die fliehen jetzt, glaube ich, sowieso alle, ne? Das ist irrelevant dann, okay. Die rennen alle jetzt aus, das Gebiet, aus dem Gebiet noch raus und dann passt das. Sehr schön. Damit haben wir die volle Armee der Byzantiner geschlagen. 167 Mann verloren. Oh, ordentlich. Das ist eine gute Zahl. Gut, für Smyrna könnte ich vielleicht ein paar mehr Männer gebrauchen, ne? Du machst Smyrna, weil du mehr Männer hast. Belagerst sie bis zum geht nicht mehr. Du gehst nach Rhodos und holst dir ein Söldnerschiff und gehst rüber. Ja, dürfte ihr schaffen, wenn ihr länger belagert. Ich denke, das ist ein guter Plan. Wie machen wir das hier? Das ist, denke ich, sinnig. Ne, ein bisschen separieren. Dann wieder ein bisschen zurückziehen. Sehr schön. Automatisch kann man hier, denke ich, jetzt mal gut machen. Hier warten wir jetzt auf Verstärkung. Dann greifen wir den hier unten an. Und die schicken wir auf jeden Fall zurück einmal. Um bis gefundenes Fressen noch. Denn wir bekommen jetzt hier sehr viele neue Verstärkungsarmeen. Ich schwöre, wer jetzt hier zum Rebellen wird, der hat auch einfach, der ist einfach ehrenlos. Wir sind hier gerade eine Einheit. Genau, stellen mal schön Truppen her. Na gut, komm, dann bild den halt fort, wenn du das da direkt kannst. Wir ziehen hier gerade alles zusammen. So. Damit werden wir nächste Runde viel machen können. Hier wird ja auch nochmal wieder hergestellt. Ikonium geht ihr beiden, weil das ist sonst zu hart. Nie sehr. Mal gucken. Oh, sieht aber auch nicht schlecht aus, die Truppen, die da drin sind. Entspannt werden. Da holen wir uns direkt. Ah, ausradieren ist das Beste gewesen eigentlich. Ja, dann ist es sinnig, auf jeden Fall zu gucken, dass wir hier erstmal öffentliche Gebäude ballern. Ja, zwar sind die noch zufrieden, aber wir bleiben mal hier noch ein Stückchen jetzt drin. Der ist ja auch schon relativ alt, das ist in Ordnung. So, Riga, nächste Runde dürfen wir auch das haben. So. Guten Tag dir, Herr Dame. Schade. Aber ich, na gut, wir haben natürlich das Geld jetzt gerade durch die Siedlung bekommen, ne? Ich war gerade kurz ein bisschen verwirrt. Na gut, jetzt ist ja aufgeklärt. So, den Kollegen nimmst du mal schnell mit. Und weiter. Direkt einmal bitte, wo brauchen wir die Truppen eigentlich hier unten? Brauchen wir die Generäle? Zack. Das wird geil, glaube ich. Zurück. Mit ordentlich Truppen hier.
Die haben wir mittlerweile auch eigentlich eine Armee jetzt mal, ne? Wieder eine neue. Kann man ja nicht anders sagen. Aber erstmal, glaube ich, nächste Runde. Sehr schön. Ah, warte, hier unten. Weg mit dir. Sehr schön. Hier oben. Und ist auch nochmal eine Hexe. Das ist aber okay. Hier haben wir anscheinend Leute. Ah, ja, Rebellen kommen wir gut klar. Sehr gut. Nächste Runde. Jetzt gerade gehen die Runden gefühlt etwas schneller, wenn du jetzt nicht gerade eine Echtzeitschlacht hast, ne? Wir haben jetzt weniger zu tun als an anderen Runden, weil wir mittlerweile die Fronten sich verkleinern. Wir haben mittlerweile jetzt nicht mehr so viele Gegner, belagern sehr viel, müssen halt ein paar Runden eventuell warten. So, Smyrna muss ich jetzt warten, viele Runden, bis ich das einnehmen kann. Weil da sind noch so viele Truppen drin, das wäre jetzt noch unsinnig anzugreifen. Mal schauen. Was passiert und was jetzt hier passiert, ist die Frage. Welche Timuriden greifen wir uns an? Denn wir haben hier sehr, sehr viele spanische Truppenstellen. Aber gut ausgestattet sind wir alle Male jetzt hier. Ganz ehrlich, die Armeen könnten da, glaube ich, auch die Timuriden im Laufe der Zeit, glaube ich, auch alleine auslöschen. Aber das wird wahrscheinlich noch dauern. Oder würde dauern ohne Verstärkung von oben demnächst. Kleinstadt wächst, Mikuzuki. Oh, komm, sehr gut. Sehr gut, perfekt. Nehmen wir mit. So. Das war ja klar. Na, warten wir eine Runde und hoffen, dass das jetzt kein Unglück passiert. Oder wir machen es so kurz. Ah, das machen wir doch mal, weil wenn die mich danach belagern, hätte ich gerne genug Männer. Das Problem ist jetzt, die stehen genau bei der Stadt. Die dürfen nicht genau daneben stehen, sonst kann ich sie logischerweise nicht belagern. Weil sonst ist die Verstärkung mit dabei. Gleich mal beobachten. Hier haben wir jetzt theoretisch wieder eigentlich eine Armee. Das ist eigentlich eine Armee, eine ordentliche. Aber Kairo kommt nicht klar. Brauchen wir eine neue. In der mittlerweile auch gute Truppen. So, schön bei der Kavallerie ballern. Ganz ehrlich, ich bin auch schon mal nach oben jetzt. Ich würde ja hier nur dann Kairo und Alexandria meinetwegen nochmal ein paar Truppen mit aufgabeln. Ja, das ist plötzlich wieder sauer. Erzähl mir was Neues. Hat aber auch eine sehr große Stadtgarnison eigentlich. Gaza macht Stress, gar kein Problem. Nehmen wir her. So. Gar kein Problem, weg mit dir. Nice, nehmen wir mit. So läuft es. Was ist das für ein Gebäude? Ah. Ja, brauchen wir aber nicht. Sehr geil. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier langsam wieder los. Außer, dass wir das so machen, dass du einen General bekommst, weil du eine volle Armee bist. Die können wir noch nicht addieren. Die Armee ist relativ voll. Zack. Mitkommen. Wir machen ein bisschen was hier für euch, für hier oben fertig. Ihr kommt auch noch mit, weil das reicht sonst nicht. So, weil ich ein Gönner bin, kriege ich da auch nochmal ein paar Truppen. Ach so, lol. Verkalkuliert. Die zwei reichen aber. Wird immer noch hergestellt. Na, hier bitte herstellen. Dankeschön. Ey, ihr seht, mittlerweile ballern wir schon ordentlich Truppen durch, ne? So, Iconium so lange belagern, wie es geht. Theoretisch können wir jetzt schon rein, weil die Mauern auf sind, oder was? Ja, anscheinend sind die Mauern auf, aber... Sorry, das sind mir zu viele Elefanten. Das ist mir noch zu risky. Da möchte ich ein paar weniger haben. So. Das Schiff kann ich jetzt hier nicht benutzen, um kurz Einheiten rüber zu schieben, ne? Das sind zu viele Gegner. Ah, belastend. Na gut, dann machen wir uns mal kurz eine Flotte, würde ich sagen. Komm. Kann ich keine Schiffe? Doch. Aber dann nach da, ne? Ja, das bringt mir dann nichts. Dann warten wir ja nochmal eine Runde länger. Rafa ist ruhig. Du gehst trotzdem immer noch nach Smolens durch. Du holst dir den hier. Aber ich würde sagen, das machen wir, glaube ich, mal in der nächsten Folge. Dann bleiben wir auch hier mal direkt stehen. Leute, ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge Medieval Total War gefallen hat. In der nächsten Folge haben wir einiges vor, wie ihr vielleicht schon gesehen habt.
Mittlerweile wird es ein bisschen tricky für die Gegner. Was soll ich sagen? Auch hier mittlerweile agieren wir ziemlich ordentlich. Das heißt, oder werden wir ordentlich agieren. In der neuen Welt werden wir demnächst auch ordentlich angreifen. Das heißt, wir sind dann überall dann am Angreifen, in jeder Himmelsrichtung, wo es halt noch möglich ist. Sehr schön. Leute, ich sage mal, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Habt wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.